Ja, ich habe mal so ein Szenario entwickelt, 2030, also Demenz, light, easy und instant. Ja. Und habe das mal so beschrieben, also die bürokratisch-technokratische Durchdringung der Pflege ist nahezu vollständig, hast fast alle Frei- und Gestaltungsräume in der Arbeit auf ein Minimum reduziert. Ausdruck dieses Industrialisierungsprozesses ist die inzwischen abgeschlossene Spaltung zwischen einer kleinen Gruppe von zunehmend akademisierten Pflegeexperten, die nach außen und innen die Durchdringung dieser Lebenswelt durch Regelsysteme gnadenlos vorantreiben. Das heißt, die Pflege letztlich als geschlossene Situation erzeugen. Aber nur noch ganz geringe Klientenkontakte haben, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite eine Pflege und Betreuung durchführende Gruppe von Personen mit einem prekären Hintergrund, die in der überwiegenden Mehrheit Migrantinnen aus anderen Kulturen bilden. Beide Gruppen sprechen verschiedene Sprachen, haben andere Ziele, erleben sich die Klienten ihre Aufgabe völlig anders und leben weitgehend aneinander vorbei. Das dockt so ein bisschen an Formulierungen, die Sie schon vor 10, 15 Jahren gewählt haben. Examinierte sind inzwischen zu Fachangestellten für Pflegeplanung und Management mutiert. Pflege hat auch den Betreuungsauftrag weitgehend aufgegeben. Da gibt es dann Betreuungsexperten, die für Tagesgestaltung und Wohlbefinden zuständig sind. Also so eine Art Animateurjob. Die Versorgung von Menschen mit Demenz ist nach außen hin smart geworden. Regelmäßige Assessments erwecken den Eindruck, vor allen Dingen für die Gesellschaft und die Angehörigen, die Risiken und Störungen zuverlässig und rechtzeitig zu erkennen und natürlich qualitätsdefinierten, standardisierten Maßnahmen zuzuführen. Gezielt werden Klientenumgebungen zugeführt, die mit einem Mix von Medikamenten, Tagesstruktur und Animation unter Zuhilfenahme von zunehmend virtuellen Betreuungsformen, der Fernseher und die Videospiele lassen grüßen, größtmögliche Konfliktfreiheit zu garantieren scheinen. Das heißt, positive Situationen und Emotionen werden zuverlässig produziert. Ja? Die positive Emotion, die man dann noch gut abbilden kann, ist das Qualitätsprodukt, das nachweisbar ist. Die Angehörigen, das sind dann die eigentlichen Kunden und denen werden ordentliche Demente, wie man das im Englischen sagt, Lounge Standard Residence, vorgefügt. Ja, das sind die Objekte, ja, die werden also den eigentlichen Kunden vorgeführt. Demenz ist damit nicht besiegt, präsentiert sich aber entschärft und gemanagt, sozusagen leitet easy. Ja, das ist so meine innere Horrorvision, die ich habe, wenn also die Technologisierung von Pflege, wie wir sie erleben, mit ihrem strukturierenden, durchdringenden Potenzial sozusagen in ihrer Fülle angekommen ist. Dann haben wir die Spaltung perfekt gemacht. Ja, dann ist auch Lebensqualität so operationalisiert, dass sie nicht mehr stört. Also man hat sozusagen das Thema der Würde, das im Thema der Lebensqualität steckt, erfolgreich usurpiert. Ja, damit wird natürlich verdrängt, was im Hintergrund eines solchen Bildes steckt, das ist der Zusammenhang von Ökonomisierung und Gewalt. Die Gewalt kommt da nicht mehr so mächtig einher, das ist dann eher das Höflichkeitsstigma, die Designer-Emotionalität, die Unberührbarkeit im Kontakt, die aber nach außen hin freundlich rüberkommt. Der Elder-Speak und Care-Speak, da gibt es so verschiedene Kommunikationstheorien, die das ganz gut analysieren. Ja, so ein direktiver Sprachstil, der eigentlich die Begegnung vermeidet, aber nach außen hin smart aussieht. Eine subtile Vernachlässigung vor allem der sozialen und psychischen Bedürfnisse. Eine zunehmende Gleichgültigkeit, die aber nach außen hin als solche nicht mehr erkennbar wird. Und die ganzen Formen von maligner Sozialpsychologie, wie Kindhoff sie beschrieben hat. Was steckt dahinter? Eine zunehmend fremdbestimmte Arbeit mit immer engeren Handlungskorridoren im Dienste der Risikovermeidung. Mit der Folge, dass die Pflegenden eine immer geringere Mastery in Self-Sufficiency haben. Das heißt, sie erleben sich in einer geschlossenen Situation, die sie eigentlich gar nicht mehr eigenständig gestalten können. Ja, wo sie sich nicht mehr als Experten, sondern eher so als ausführendes Organ begreifen. Und geschlossene Situationen ist natürlich genau das, was man in der Pflege von Menschen mit Demenz nicht brauchen kann. Man braucht offene Situationen, also Situationen, die von ihren Outcomes her nicht vorherbestimmt ist. Aber wenn ich eben weiß, ich muss diesen Herrn fünfmal lagern wie die Wurst auf dem Grill und der muss seine 1500 Milliliter haben und so viel Kilokalorien reinbekommen und dann müssen die und die Eintragungen pro Tag gemacht werden, dann habe ich sozusagen eine Produktschiene.
Ja, ich habe eine Produktschiene, die ich erfülle, wo ich in der Situation nicht mehr offen bin, sondern eigentlich eine immer größere Geschlossenheit habe. Und von Jahr zu Jahr gibt es sozusagen neue Wellen, die diese Geschlossenheit im Dienste einer Minimalversorgung zunehmen lässt. Und das Ergebnis ist das Staff Crowding Out. Das heißt also, engagierte Mitarbeiter verlassen die Situation. Das hat Werner Dassen 2009 eindrucksvoll beschrieben. Je mehr also geschlossene Handlungssituationen aufgebaut werden, desto mehr verlassen Menschen dieses Arbeitsfeld. Also je größer der Anteil funktional bestimmter und festgelegter Arbeitsabläufe wird, desto schlechter ist die Interaktionsqualität, die berufliche Zufriedenheit und höchstwahrscheinlich auch die Lebensqualität der Menschen, die in solchen Systemen leben müssen. Die Orientierung an der bürgerlichen Ordnung ist bestimmungsmächtig, die Orientierung an den psychischen und sozialen Bedürfnissen systemisch gering, weil er nicht wirklich nachgefragt. Und die Kosten dafür sind eigentlich die tiefen Erschöpfung, die die Pflegenden oft haben, der moralische Stress, also das Bewusstsein, das, was ich glaube, machen zu müssen, systemisch nicht tun zu können. Und spannend, Forschung zeigt das auf, je mehr die Pflegenden wissen, desto geringer ist ihre Erwartung, das, was sie gelernt haben, auch tun zu können. Das ist spannend. Ja, da gibt es also einige ganz interessante Studien über Menschen, die durch Pflegestudiengänge gegangen sind und die was über Gerontopsychiatrie gelernt haben. Je mehr die wissen, desto geringer ist ihre Implementierungserwartung. Das ist doch ziemlich bedenklich. Ja, und das führt natürlich auch zu Formen von Depressivität oder Burnout. Und ich behaupte mal, das ist jetzt etwas hart, aber dennoch, schlechte Beziehungsqualität wird systemisch wenig in Kauf genommen, um unter den Bedingungen einer ökonomisch erwünschten chronischen primär personellen Mangelsituation ein Minimum von Klientensicherheit zu gewährleisten. Und das wird nach außen kaschiert durch Instrumente, die dann auch noch nachweisen, da hat aber dreimal geklappt. Ja? So, das ist, sagen wir mal, so die Szene, die ich mir hier vorstelle. Ja, und natürlich gibt es in diesem Zusammenhang auch die Gefahr, Lebensqualität so darzustellen, dass sie der ökonomischen Erwünschtheit entspricht, indem man eher nebensächliche Aspekte befragt, indem man abhängig Beschäftigte fragt, wie glauben Sie, geht es den Bewohnern, mit der Tendenz, die eigene Arbeit positiv darzustellen, um nicht allzu viel Nacharbeit zu haben, indem Erhebungen zur Lebensqualität für die Einrichtungsentwicklung nicht maßgeblich werden, sondern abgeheftet werden, damit man sie den Aufsichtsbehörden vorzeigen kann. Das ist nochmal so eine Zusammenfassung vieler Studien, die sich mit Demenz und Burnout beschäftigt haben. Insbesondere die Kombination von geringer Kontrollierbarkeit, mangelnder Vorhersehbarkeit von Arbeitssituationen, geringen Einwirkungsmöglichkeiten wegen enger Handlungsspielräume und zugleich hohen Anforderungen weisen eine neurotisierende Qualität auf, verschlechtern Wohlbefinden und physische und psychische Gesundheit der Pflegenden. Diese organisationalen Kontexte erzeugen einen Zustand andauernden, wohl auch zermürbenden moralischen Stresses, der am Ende auch die Sicherung des angezielten Primärprozesses, nämlich gesunde Leiber, die man vorführt, gefährdet. Die Nichterfüllung von Standards, so jetzt wieder Werner Dassen, wird dann zum flächendeckenden Regelfall, der, obwohl skandalisiert, unvermeidlicher und ewig reproduzierter Aspekt der organisationalen, finanziellen und politisch gewollten Systeme zusammenhängt. Das sind also, sagen wir mal, so die Folgen, die so ein smarter Ansatz, Lebensqualität gut integriert in die technologischen Systeme zur Folge haben wird. Das verhindert letztlich die Beziehungsarbeit, das Interesse, verstärkt die Tendenz, den anderen zum Objekt anonymer Versorgungspraktiken zu machen, reduziert Beziehungsarbeit auf die Sicherung funktionaler Aspekte wie Transfers, reduziert Beziehungsarbeit auf Bezugspflege, das heißt, Bezugspflege heißt dann nur noch Verantwortung für die Dokumentation und Planung zu haben. Es geht dann nicht wirklich darum, wie der Mensch sich erlebt, sondern dass ich Nachweise vorführe. Ja? Gefahr einer eher schematischen Befriedigung dieser Anforderungen anstelle einer genuinen Auseinandersetzung. Ja, wie kann man diesen Widerspruch gestalten? Also ich vermute mal, dass dieser Widerspruch zunehmen wird. Ja, dass die Industrialisierungstendenzen in der Pflege wachsen werden, damit die Widersprüche und das Leiden immer mehr zunehmen wird. Also ich sehe im Moment nicht, dass diese Tendenzen weder in Deutschland noch international wirksam bearbeitet werden. Aber ich sage mal, Perspektiven, die ich denke,
dass man das bearbeiten könnte. Das wäre eine deutliche Aufwertung von Beziehungs- und Kontaktarbeit für die Qualitätsbewertung. Zum Beispiel anhand der Bewertung der Qualität von Fallbesprechungen. Gelingt es in den Fallbesprechungen, eine verstehende Diagnostik zu betreiben? Wird die Situation der Person aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet? Werden unterschiedliche Ebenen sinnvoll zusammengeführt? Gibt es eine erkennbare Struktur von Coaching, bei der dem im Team gefundenen Konsens auch in der Praxis nachgegangen wird? Das heißt also, anstatt die Dokumentation zu kontrollieren, beobachte ich vielleicht von außen, wie eine Fallbesprechung abläuft und wie sich diese Fallbesprechung hinterher in den Handlungszusammenhängen widerspiegelt. Damit einhergeht eine deutliche Relativierung der Bedeutung von Planung und Dokumentation. Ich glaube, dass Pflege nur sehr bedingt planbar ist. Man kann einen Möglichkeitsraum erschließen, aber es ist nicht möglich, über Pflegeplanung eine Pflegeverordnung bei Menschen mit Demenz herzustellen. Darin sehe ich geradezu ein Merkmal einer schlechten Pflegequalität. Eine Pflegeverordnung im Feld der Demenz ist Ausdruck einer schlechten Pflegequalität. Hier wäre aus meiner Sicht zu schauen auf den Zusammenhang von Erhebungen, von Daten und Entwicklungsprozess. Das heißt also, gibt es in der Einrichtung sowas wie eine erkennbare, entwicklungsbezogene Evaluation? Werden Pflegende ermutigt, ungewöhnliche Wege zu gehen, zum Beispiel während der Pflege zu singen, um das Beispiel mal zu erwähnen, oder zusammen mit den Personen zu essen und zu trinken? Oder zum Beispiel, wie wir das heute kennen, Personen zu waschen unter Verzicht von Wasser. Da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, dass man Menschen erst anzieht und dann mit Feuchttüchern die Person wäscht, während sie schon angezogen ist. Und dann auf gar keinen Fall im Badezimmer. Ja? Wir wissen heute aus einigen anthropologischen Studien, dass für Menschen mit Demenz Wasser von oben kommend als bedrohlich erfahren wird. So die Verhaltensbiologen führen das auf ähnliche Phänomene zurück wie bei Primaten, die also auch Ängste haben vor Wasser, das von oben kommt. Das scheint sich in der Demenz ein wenig zu wiederholen. Da gibt es dann also Alternativen. Also wie werden eigentlich Pflegende konkret ermutigt, solche alternativen Wege zu gehen und zu beschreiten? Dies zu bewerten wäre ein Element von Qualität und auch von Lebensqualität. Ja, dann Befähigung der Teams zur Selbststeuerung, Selbstorganisation in den Bereichen. Also e pluribus unum ist das falsche Prinzip. Stattdessen muss sich die Diversität ermöglichen und Proliferation unterschiedlicher Lösungen entwickeln. Das heißt also, in den verschiedenen Bereichen einer Einrichtung wird zu unterschiedlichen Zeiten gepflegt, wird zu unterschiedlichen Zeiten gegessen, wird zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett gegangen und hat man auch einen unterschiedlichen Mix an Personal. Passiert dagegen in jedem Bereich dasselbe, wäre das ein Ausdruck schlechter Pflegequalität. Ja, genauso passiert genau das in der Pflege, was in der Planung steht, wäre das ein Ausdruck schlechter Pflegequalität. Steht aber begründet darin, warum man gerade das nicht tun kann, was man geplant hat, wäre das für mich wiederum ein Ausdruck von guter Pflegequalität. Also so müsste man es gegenlesen, um quasi, wenn Sie wollen, antizyklisch gegen die Kräfte der Technologisierung zu arbeiten. Man braucht aus meiner Sicht Lern- und Entwicklungsprozesse und für mich ist das Coaching-Modell in der Leitung etwas Sinnvolles, also ein konstruktivistisches Lernmodell, das nicht schon von vornherein antizipiert, in welche Richtung es gehen soll, das offene Lernprozesse zulässt, unterschiedliche Lösungen begrüßt, auch dann, wenn sie der Leitung nicht gefallen. Die Werner-Dassen sagt das sehr schön, die primäre Motivation von Pflegenden besteht darin, dass sie befähigt werden, das Richtige und Gute auch zu tun. Das erzeugt eine intrinsische Motivation. Das heißt, man braucht Rahmenbedingungen, in denen Pflegende dies tun können. Und das wird wahrscheinlich der beste und der wichtigste Schritt sein, über eine größere Selbstbestimmung, über eine größere Autonomie im Handeln, über Coaching-Prozesse, dass sie sich als selbstwirksam erleben und damit auch das Gefühl haben, dass das, was sie tun, Ergebnis ihrer Handlungen ist und sie sich das wiederum positiv zuordnen können. Lebensqualität ist also nicht gleich Zufriedenheit mit objektiven und objektivierbaren Dimensionen, sondern Lebensqualität wäre für mich eher eine Orientierung, die an vielen Aspekten der Beziehungsermöglichung festgemacht werden müsste, die eher Prozesscharakter hat und nicht so sehr Assessmentcharakter hat, und die von außen und innen durch unterschiedliche Prozesse ermöglicht werden kann. So könnte ich mir letztlich vorstellen, dass Heimaufsichten so etwas wie Lernagenturen werden und der MDK so etwas wie eine Coaching-Funktion hat.